Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time von Shadowlore. Im letzten Part haben wir uns, das ist ein Symbol, haben wir uns im Waldtempel schon am Anfang ein bisschen umgesehen, haben die Dungeon-Karte gefunden und nun werde ich versuchen, jetzt mal den ersten der vier Geister zu finden. Zum zweiten Mal wohlgemerkt. Ach, das ist nur Magikumana. Die sind kein Problem. Das jetzt ist eine Elite, die ich habe, ist ein bisschen blöd, aber kann man nichts machen. Doch, kann man. So, mal sehen. Aha, wusste ich doch. Dass sie gerade irgendwo hingeflogen ist. Na gut, die Dekonus ist jetzt weg. Ist auch jetzt wurscht. So, mal gucken. Da haben wir so ein... wo hatte ich denn gerade? Da. Da können wir uns eben rüberziehen. Voraussetzt, ich will irgendwie mal richtig zielen. So. Oh, komm schon. Oh, come on. Das ist echt Epic Fail gewesen, oder? So, sehr schön. Jetzt sind wir hier drüben und können einen Schalter aktivieren. Ist vielleicht so ganz gut so. Vielleicht lässt das Wasser ablaufen, wer weiß. Tatsächlich ist das Wasser ablaufen. Cool. Ich hoffe, das ist kein Zeitschalter. Scheint nicht so. Sehr schön. Also, dass das Ding so eine kurze Reichweite hat, ist echt übel. Teilweise. So. Echt übelst scheiße, wohlgemerkt. Also ohne Witz, die Reichweite ist echt vom Arsch teilweise bei dem Ding. Was heißt hier teilweise? Sie ist vom Arsch! So, das heißt natürlich nur die Skull wurden. Obwohl, einfach. Yeah! Sehr schön. Nein, Moment mal, Karte hätte ich gerne schon behalten. So, dann schnapp nach mir. Und tot. Sehr gut, der Octorok da hinten, der interessiert mich dann auch nicht herzlich wie ich eigentlich. Deswegen. Und tschüss. Sehr schön. So, der Brunnen ist ja hier. Und der Wasser ist ja jetzt weg, ne? Sollte eigentlich weg sein, ne? Jawohl, ist es. Und ich habe mich im Flug an den Ding rechts gehalten. Ich bin da so geil. So, jetzt bin ich hier im Abwasserbereich und ich möchte gerne die Kiste öffnen. Vielleicht ist da wieder ein Schlüssel drin, vielleicht aber auch nicht. Yeah, ein kleiner Schlüssel. Sehr schön. Mal sehen, vielleicht kann ich jetzt die eine Tür da oben öffnen. Jetzt kann ich jetzt die eine Tür da oben öffnen. Jetzt laufe ich hier gerade in ein Kanalsystem. Nett. Dann noch ein Herz. Zwei sogar. Interessant. Komme ich da jetzt raus? Also, ohne Scheiße, komme ich da jetzt raus? Dann wollen wir mal diese lustige Leiter. Warum sage ich immer lustig? Ohne Scheiß. Wollen wir mal diese eine Leiter da hochklettern? Okay, wir sind immer noch in den Gartenanlagen. Aber weiß ich jetzt so genau wo. Okay, da haben wir wieder die große Dekoran... Ne, neue große Dekoran ist das. Und eine goldene Skulptur, cool. Wir sind in einem ganz anderen Bereich des Schlosses jetzt, oder des Tempels. Na, was soll's. Und tschüss. So, und du da bist mir sowas von. Bums, deswegen stirb jetzt. Sehr schön. Ha, wie komme ich jetzt an die Kiste ran? Ich hätte ganz genau eine Kiste gesehen. Vielleicht kann ich da irgendwo hochhangeln. Es scheint aber nicht der Fall zu sein. Scheiße. Ah nein, was ist denn da hinten? Mann. Meine Güte. Also irgendwie muss ich doch was machen können. Vor allem da ist eine goldene Skulptur, die hätte ich gerne echt. Aber da komme ich momentan nicht ran. Das ist echt scheiße. Kann man machen, nix, ne? So, bin ich in... Jetzt. Aha! Okay, das war also wirklich alles nur für diesen verdammten goldenen Schlüssel. Kleinen Schlüssel. Das heißt, also jetzt kann ich wieder in den einen... wo war das eigentlich nochmal? Ich glaube, es war hier. Hoffe ich zumindest. Der Körper ist ja echt nett. Wenn wir sehen, wer es da ist. Ein Raum ist in der goldenen... mit der goldenen... Das ist Skulvandula. Jo, das ist Skulptula. Quatsch. Nein, auf nicht. Na, ah, gut, okay. Ich dachte schon, ich will wieder verfehlen. Gut, du hast nichts. Und gleich kommen wieder die flappernden, die Flapper-Schädelfratzen, genau. So. So. Alles hier. Und hier. Sehr schön. Gut. Hoffe ich mal, dass die ganzen Blöcke noch da sind an ihrer Position, wo ich sie hingestellt habe. Ansonsten darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Vor allem, ich bin so ein Kackbund, ich habe vergessen, die Stoppuhr anzumachen. Na, super.
Werden wir sehen. Und die sind noch an ihrer Position, wo ich sie hingestellt habe. Gott sei Dank. So, aber langsam würde ich mich auch mal freuen, dass ich langsam meinen ersten Geist kriegen würde. Das wäre echt tofte. So, erstmal hier nochmal hoch. So, du. Und dann haben wir den da vorne hoch. Na komm. Hinauf. Und jetzt hier hinauf. So, da muss ich jetzt die Richtung, diese Leiter hoch. Ach man, ist das toll. Und ihr so, ich mache hier gerade zum Seiten bei diesem Raum. So, dann jetzt hier zu dir, mein Freund. Und, so, tot. Oh cool, da kommt ein Rubin. So, und jetzt zu dir, Minjung. Aber ich finde es komisch. Nein, in diesem einen Video, was ich gesehen habe, war es auch so, dass er nicht mal schwätzen konnte. Hm, vielleicht habe ich mich mal vertan. So, erstmal jetzt hier öffnen und... Wow, was ist denn hier los? Dieser Korridor ist völlig verdreht! Ach, sag bloß! Wäre ich ja nie drauf gekommen, Captain Obvious! Aber ohne Scheiß, das ist wirklich total krumm. Oh, Kack, der ist total krumm. Warum das denn? Auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Kreaturen an der Decke? Hä? Da hängt doch nichts. Hm, was soll's? Moment mal. Ist das der Mann? Was zur Hölle? Wieso ist da denn an der Wand eine Truhe? WTF. Da brauche ich noch wieder einen Schlüssel für. Meine Güte. Hm, jetzt? Okay, What the hell? What the hell? Ein Wallmaster! Scheiße! Ein Deckengrabscher! Du siehst seinen Schatten auf dem Bogen, bevor er angreift. Zerstöre ihn, bevor er wieder verschwindet. So, tot. Halle, Lucky. Boah, der gibt aber... gibt der Rubine, alter Verwalter. Aber ohne Scheiße, was soll ich jetzt hier machen? Toll. Ich laufe hier im Kreis. Aber sowas von. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ohne Scheiß. Ich bin gerade echt voll verwirrt. Da habe ich keinen Schlüssel mehr? Ja, Navi, was ist? Du benutzt einen Schlüssel, um eine solche Tür zu öffnen zu können. Ach, sag bloß. Mal wieder Captain Obvious gefressen. Scheiße, Alter. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Sitzt sie gerade voll fest. Aber ohne Witz, ich sitze sie gerade fest. Hm. So. Hier befindet sich eine Schatzkiste. Ach, sag bloß! Meine Güte, was ist mit dir nicht richtig? Mann. Nanometer. Na komm, rum mit dir. Hä, toll. Aber ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Nein, zurück. Geh mal wieder zurück. Geh mal wieder komplett zurück. Meine Fresse. Wie soll ich das jetzt hinkriegen? Oh, der Scheiß. Sitze ich gerade echt voll? Nee. Ich habe gerade voll meine Probleme. So, du bist mir auch gerade mal vollkommen egal. Aber wenn ich euch besiege, habe ich sowieso keinen Vorteil von. Im Gegenteil. Na gut, im Gegenteil nicht unbedingt, aber ich habe keinen Vorteil dadurch, dass ich euch besiege. Das ist zu weit weg? Hm. Und einen anderen Durchgang habe ich da nicht, den ich benutzen könnte. Das ist das Problem. Ich weiß ganz echt nicht, was ich machen soll. Ich habe ja irgendwas in den Garten übersehen. Anders kannst du mich nicht erklären. Oder da hinten. Nein, hier komme ich ja gar nicht hoch, oder? Nö, das ist keine Treppe, nix. Hm. Da oben. Oh, warte, da oben ist auch noch ein Durchgang. Ich Idiot. Na gut, okay. Und da ist. Oh, hier ist sogar offen. Wow. Im nächsten Part dann, liebe Leute, werden wir durch diese Tür dann gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut.